Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu der Jeder gegen jeden Karte Supremacy 1914. Ja, wie ihr seht, sind wir merklich gewachsen. Wir sind ein Riesenreich. Gucken wir gleich mal auf die Provinzenanzahl. Wir haben 258 Provinzen, Bolivien 141, Österreich 102, dann Algerien 68 und Abyssinien 61. Der Rest ist mehr oder weniger uninteressant, wobei wir unser Ally hat nur 38, sollte ich vielleicht nur erwähnen. Er greift jetzt inzwischen hier Niederländisch-Ostindien an. Ich habe ihn gefragt, ob er Ostindien angreifen kann und dann Australien holen. Hat er gemeint, ja, aber dann hat er den ganzen Tag nichts gemacht. Also habe ich jetzt hier die Initiative ergriffen und hole hier gerade die restlichen drei Provinzen von Republikanisch Moro, der sich hier verschanzt hat scheinbar. Und da sind auch schon Männer am Ausschiffen, hier 101.000 Mann und da kommen noch jede Menge Männer hinterher. Hier kommt noch ein Schlachter oder beziehungsweise zwei Schlachtschiffe und vier Kreuzer, auch nochmal mit 99.000 fast perfekt moralisierten Männern. Die werde ich erstmal da zusammenhalten und werde hier alles noch weiter runterballern, was ich die letzten Tage schon gemacht habe. Ich sehe hier auch gar keine gegnerische Einheiten mehr von Moro. Wir haben alles niedergeschossen, das heißt, er hat ja nur noch die drei Provinzen, wenn ich das richtig weiß, genau. Vielleicht hat er noch irgendwelche Männer irgendwo rumschippern, aber das war's dann. Argentinien ist hier immer noch landen oder beziehungsweise immer noch dabei hier, aber ob der überhaupt, hat er überhaupt irgendwo eine Hauptstadt am Bauen? Ne, hat er noch nicht mal. Okay, dann wird das nur eine Frage der Zeit. Entweder ist er schon eine KI oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis er hier weg ist. Die nördlichen Territorien sind nämlich hier auch unterwegs. Was kann ich führen? Die Krieg miteinander? Ne, nördliche Territorien führt derzeit kein Krieg. Ja. Mich gefragt, ob wir ja, also der hat ja gefragt, ob in meiner Koa noch Platz wäre. Da habe ich ihn geschrieben, in dieser Map gibt es keine Koas. Dann hat er gemeint, dann lass uns so zusammenarbeiten. Darauf habe ich aber nichts geschrieben, weil ich habe ja, ich habe nicht vor, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also ich werde dann gegen den, wenn dann mit die Australien entweder holen oder eben einem Kollegen das übrig lassen. Wie auch immer, wenn er schnell genug hier ist, dann kann er sich das selber holen. Ich möchte auf jeden Fall die drei Provinzen von Moro noch hier noch holen. Das ist das Minimum. Und ansonsten haben wir uns hier so ein bisschen schon mal aufgestellt gegen die KIs, noch nicht vollständig, es ist noch jede Menge Gruppenverschiebungen möglich und nötig auch, habe aber noch nicht fertig gemacht, kann ich ja demnächst mal machen und dann werden wir mal anfangen hier die KIs mal aufzufressen. Wir sind hier in Arabien weiter am Vordringen, Hedjas ist fast komplett gefallen inzwischen, die Hauptstadt von dem haben wir auch schon eingenommen. Die restlichen Provinzen, also die zwei sind schon komplett leer, hat überhaupt nur noch drei Einheiten insgesamt. Davon werden demnächst von unseren Artis noch welche runtergeschossen. Und ja, dann sollte das hier einigermaßen passen. Wir sollten demnächst vielleicht mal hier das hier auch noch holen, hier die KI. Der hat nämlich nur noch 27%. Werden wir mal ein bisschen draufballern und die Stadt erobern, dann haben wir eine Hauptstadt mehr. Und ja, aber ich befürchte, weil die Moral der KI geht hier auch immer wieder immer weiter zurück, dass die Hauptstadt irgendwann mal fallen, hier revoltieren könnte und dann ist sie weg. Und dann werden wir hier anfangen, den ganzen KIs auch den Krieg zu erklären. Ich muss dann hier vorher noch alles kontrollieren, ob ich wirklich überall genug Männer stehen habe für den Ausfall gegen die KI, weil die haben ja die ganze Zeit keinen Krieg. Ne? Also der hier zum Beispiel hat zwar mal Kriege geführt, hat aber keinen Krieg mehr, hat 23 Mann verloren, seitdem ist da Funkstille. Hier gab es noch nie einen Krieg, das heißt, er hat alle Männer noch zur Verfügung seit Tag 1. Und wie wir sehen, hat er hier zum Beispiel 39.000 Mann. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel er in der Hauptstadt hat. Das muss man dann ordentlich runterballern. Ich habe hier übrigens schon mal die ganzen Wege von den also Flugfelder überall gebaut, sodass ich überall rüberfliegen kann. Hier wird noch eine gebaut in Kumamoto. Und in Kanazawa werde ich auch eine brauchen. Genau, dann tun wir das gleich mal in die Wege leiten und hier gleich mal ein U-Boot noch hinterher. Ein U-Boot haben wir hier gebaut und schicken wir nach Norden. Wir haben den Kollegen hier gewarnt, dass er bitte die letzte Insel von Aleuten, die Hauptstadt, nicht erobert, hat er trotzdem gemacht. Also haben wir ein paar Kreuzer hingeschickt, haben alles niedergebombt. Jetzt haben wir noch weitere Kreuzer hier, insgesamt 12 Stück. Die werden hier nach und nach die Provinzen runterballern und wir holen uns die Inselchen hier. Da muss ich auch nochmal eine Armee zusammenstellen, die da eventuell die Insel nach und nach holt. Oder die Inseln. Die sollen schon mal dahin sich bewegen. Das passt dann schon. Und hier im Norden wollte ich eigentlich gegen die KI hier ein bisschen was aufstellen. Aber das
Ist jetzt wichtig, dass wir die Inseln da nach und nach holen. Schicke ich mal ein paar Männer hier rüber. Und der hier auch nochmal. Und die drei People auch noch. So. Und hier haben wir auch schon einen Flugplatz. Wenn die Insel Atu Mountain hier erobert worden ist, ich glaube, ich lasse meinen Kreuzer erstmal hier, weil es irgendwas nachbaut hier. Dann werden die 8000 Mann hier in 15 Stunden, 26 Minuten das hier erobern. Also die sind da angelandet, bevor der Tageswechsel kommt. Und ich glaube, ich werde diese 5000 Männer auch schon mal hinterher schicken. Genau. So, ansonsten sammeln wir uns hier, wie gesagt. Und ja, wir haben ja hier so viele Männer übrig. Wie viel haben wir denn insgesamt eigentlich? 3,7 Millionen Einheiten. Wir haben eine Super Kill Death Rate 13,28. 158.000 Mann haben wir verloren. 2 Millionen und 100.000 knapp haben wir vernichtet. Gucken wir mal kurz in die Zeitung. Wir haben 500 Punkte. Das heißt, wir haben die Hälfte vom Rundensieg erreicht. Bolivien 288, Österreich 229, Abyssinien 150. Und die Statistiken sagen, dass wir auf Platz 3 der verhasstesten Nationen der Welt sind. Aber ja, wir werden ja demnächst noch mehr Kriege erklären und dann werden uns die ganzen KIs wahrscheinlich auch den Krieg erklären. Die effizientesten Industrienationen sind wir auf Platz 6 inzwischen, obwohl wir so viele Provinzen haben und so viele neue Roboter auch. Schaut das dennoch ganz gut aus. Dann endet eigentlich die Karte am 15. Juli. Das heißt, da haben wir immer noch einiges an Zeit. Also das ist jetzt noch etwas über 2 Wochen zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt. Ja, je nachdem, wann ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon längst vorbei. Aber aktuell haben wir den 29. Juni. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Gucken wir mal kurz in die Provinzverwaltung. Was brauchen wir denn so alles? Wie ihr seht, einiges. Wir haben jede Menge Fliegerhorste im Bau und jede Menge Fabriken und auch noch jede Menge Eisenbahnen und auch noch einige Häfen. Ja, kein Wunder, wir haben ja riesen Output. Und was brauchen wir so an Kriegsgeräten? Wir haben Panzer, zwei Bomber, ein paar Kreuzer, ein paar Jäger, Schlachtschiff, U-Boot. Ich muss mal Schlachtschiff hier. Okay, das passt noch. Habe ich hier bei den, habe ich auch schon nachgeholfen, scheinbar. Genau, hier aber nicht. Hier habe ich vergessen, die zwei Artis noch in die Wege zu setzen. Ja, ein paar Artis bauen wir mal immer wieder jetzt zwischendrin, damit wir hier die KIs dann, wenn wir den Krieg erklären, schneller durchkommen. Und außerdem generell brauchen wir ja sowieso noch mehr Artis. Wir haben zwar hier, wie viel haben wir hier haben wir am Start? 17. Und hier haben wir auch nochmal 18 Stück. Hier nochmal 7, aber das reicht uns nicht. Wir wollen ja mehrere Artis haben, um mal mehrere Fronten, am besten mit 50er Stacks an Artis durchgreifen zu können. Ich habe jetzt weniger auf Artis Wert gelegt, sondern mehr auf die Provinzenverwaltung, damit wir eben ja schneller weiter bauen können. Achso, ich wollte mal kurz auf der Rohstoffbörse gucken, wenn ich schon mit euch hier gerade schaue. Ein bisschen Nahrung verkaufen und ein bisschen Fisch. Alles, was uns Geld bringt, ist super wunderbar. Wir haben ja 1,1 Millionen jetzt und da können wir hier so ein bisschen günstig immer mit Eisen uns zudecken und genauso ein bisschen Holz. Wunderbar. Machen wir das nochmal auf. So noch und das, der Rest sparen wir uns. Wir haben jetzt ein bisschen mehr auf Stahl gesetzt. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen nachdrehen. Machen wir mal so. Ab 4000 Holz und 6400 Eisenerz. Wir haben inzwischen 10.324 Material-Output. 6600 haben wir bei Energie. Das können wir jetzt ein bisschen mal wieder runterdrehen. Das ist schon viel zu viel. Nochmal 300 und bei Kohle auch ein bisschen weniger. Ja, wobei wir haben genug Öl, also was soll der Geiz, ne? Dann lieber genug Gas und so weiter haben und genug Kohle. Und Öl haben wir dann nur noch 5400, das passt schon. Ich habe ganz vergessen, dass ich so viel Öl habe. Weiß gar nicht, wohin damit. Kann man eigentlich damit Geld machen? Ja, fast gar nichts. Wie ihr seht, das ist alles so günstig hier. Und wir versuchen dann immer die günstigen Angebote von Holz und Eisenerz zu kaufen und dafür Nahrung zu verkaufen, weil da haben wir Plus und wir können es eh nicht so gut gebrauchen. Machen wir mal hier ein bisschen mehr Getreide, sehe ich gerade. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich meine, ich vermute mal, wir sollten heute auf jeden Fall hier fertig werden. Dann werden wir die Armeen hier rüber schicken. Und wenn die in Stellung sind, dann werden wir hier anfangen rumzuballern. Und erstmal die zwei KIs hier einnehmen und dann schauen wir mal, welche KI uns eventuell schon mal den Krieg erklärt. Wir sehen hier, der hat nur noch eine Meinung von 42%. Das könnte sogar noch klappen.
dass wir den zwei KIs hier den Krieg erklären. Oh, der hat nur 20%, okay. Habe ich dem schon ein Embargo gegeben? Ja, habe ich gemacht. Der Mandschurei und dem hier. Der Margo ist noch zu 43%. Ich glaube, ich gebe dem auch mal ein Embargo. Dann schauen wir mal. Nur noch 24, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie uns beide den Krieg demnächst erklären. Ich habe zwar hier jetzt nicht so viele Männer, aber das sollte dennoch ohne weiteres reichen. Notfalls haben wir noch ein paar Jäger, die wir irgendwie starten können, falls irgendwie uns viele Einheiten angreifen können. Aber hier seht ihr, ich glaube, da habt ihr nur ein paar Mann hier. Also da habe ich keine Befürchtung. So viel hat er nicht da, dass er uns gefährlich werden kann. Und die restlichen Männer kann ich hier auch nochmal kurz sammeln. Sicher ist sicher. Der hier auch nochmal darüber. So, ja, und ansonsten, wie gesagt, schaut wunderbar aus. Nach wie vor haben wir keine großen Befürchtungen, dass uns noch irgendwas gefährlich werden könnte. Außer irgendwelche Spieler schließen sich hier zusammen und greifen uns gemeinsam an. Ansonsten sollte die Karte demnächst noch besser aussehen, sagen wir mal so. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner uns gefährlich werden kann mit den Statistiken. Hier gucken wir, was war gestern eigentlich. Eine führende Industrienation haben wir 1,1 Millionen, also doppelt so viel wie Platz 2 und ungefähr so viel wie Platz 2 bis 4 zusammen. Das heißt, ja, schauen wir mal. Aber ich habe schon mal böse Überraschungen erlebt in Supremacy. Man erinnert sich an die kolonialen Aufstände-Karte von mir. Falls ihr die verpasst habt, könnt ihr gerne die Staffel nachholen. Da war es ja auch sehr eindeutig und am Ende war es dann doch noch recht spannend, nachdem sich alle gegen uns zusammengeschlossen haben. Ging es dann ordentlich ab und das konnten wir Gott sei Dank beenden. Siegreich und mal schauen, wie es hier aussieht. Also ich glaube, im Moment wird uns nichts gefährlich sein. Aber wenn sich hier die alle zusammenschließen mit Bolivien zusammen und eventuell die hier, wobei ich glaube, Bolivien hat dann Krieg gegen einen von beiden, gegen sogar zwei von denen, gegen British Columbia und gegen Vereinigte Staaten von Amerika, also gegen den hier und gegen den hier, hat er Krieg. Achso, gegen Kolumbien haben wir auch Krieg, weil wir jetzt da auch schon vormarschieren. Ich werde versuchen, hier vielleicht zu landen und auch hier Gebiete einzunehmen. Mal schauen, wie weit wir da vordringen, ob wir noch rechtzeitig ankommen, bevor Bolivien hier alles einnimmt. Die Hauptstadt von British Columbia können wir uns, glaube ich, abschminken. Aber eventuell können wir hier im Norden vorstoßen und vielleicht Kanada angreifen. Mal schauen, wie uns das gelingt. Dann ein bisschen Fuß fassen in Nordamerika wäre auch nicht so uninteressant. Dann hätten wir auf 4 Kontinenten schon mal Fuß gefasst. Also hier Europa, also Skandinavien, den größten Teil von Asien hätten wir dann. In Australien haben wir jetzt dann auch Fuß gefasst und in Nordamerika wäre es auch wünschenswert. Dann können wir uns in allen Richtungen weiterhin austoben. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.